Während die Nekromantin Dawn neben uns allerhand unheilige Sachen macht, die ist hier nicht mehr im Bild, aber ja, nicht weit entfernt, heißt für uns mal wieder so ein bisschen an die frische Luft zu gehen. Ich glaube, wir brauchen einfach mal ein bisschen Abwechslung wieder. Jetzt haben wir schon genug Rollenspiel und D&D zugeschaut. Und ja, mit Sicherheit werden auch noch weitere Herausforderungen, Aufgaben und auch ganz viel Schnüffeleien auf uns warten. Und damit herzlich willkommen zu Cats and the Other Lives, bei Alles Furchtbar kommentiert mit mir, dem Daniel. Und ja, wir springen mal aus dem Fenster und gucken mal, wo es für uns entlang geht. Und wen wir diesmal vielleicht. Ach, guck mal, da haben die auch schon hier Vorhänge. Da passiert irgendwas, irgendwas, wo wir nicht mitgucken dürfen. Irgendwelche Schweinereien vielleicht. So, wo komme ich denn jetzt wieder irgendwo rein? Huch! Ein Vogel, der uns mit Stein bombardiert? Na, jetzt wird's aber skurril hier. Die Katze schnattert. Das ist aber ein mutiger Rabe. Warte mal, kommen wir da irgendwie hin? Da kommen wir irgendwie hin. Oh. Ey, das ist ja. Wie ist das wieder? Jetzt da, jetzt bist du fällig, du Federvieh. Hast ja auch ein paar Kumpels mitgebracht. Das gibt heute Abend lecker, lecker Rabenbraten. Mera. Oh, ich glaube, ich bin zu langsam. Wo geht's denn jetzt hier? Ach so, da ist ein neues Fenster. Dann gehen wir da wohl da rein. Und nicht wieder Dawn? Was macht die denn hier oben? Hey Dawn, was machst du da? Espen. Was schleichst du dich hier so rum? Adeline? Wegen dem Vorfall heute. Du weißt, dass ich das alles nur zu deinem Besten tue. Zu deinem und dem der ganzen Farm. Es gibt keinen Grund, unser beider Zeit zu verschwenden, Mutter. Katze allein im Haus. Was hast du denn da wieder gefunden? Mein Gott! Oh mein Gott. Also noch verpixelter kann man das nicht machen, ja. Also die ersten Sagen konnte man wenigstens noch so halbwegs entziffern. Unfallbericht der Bergbaugesellschaft Mason. Anderson Carmichael, verwundet, leichte Brennung. Bettencourt Gaspard, verkrüppelt, Lorenunfall. Bridges Jeffries, verstorben, Tunneleinsturz. Campbell Derrick, verstorben, Gasvergiftung. Canisales Monte, verwundet, Explosionsverletzung. Carolan Oliviero, verwundet, Gehirnerschütterung. Clark Days, verstorben, Tunneleinsturz. Cummings Matisse, verstorben, Erstickungstod. Dominguez Conrado, verkrüppelt, Lohnunfall. Gabe Bonifacio, verstorben, Tunneleinsturz. Higuita Cedric, verstorben, Tunneleinsturz. Hodge Dominique, verstorben, Gasvergiftung. Lasso Federico, verstorben, Erstickungstod. Pedrosa Platon, verkrüppelt, Explosionsverletzung. Pittman Rydell, verkrüppelt, Lohnunfall. Reese Stefan, verstorben, Erstickungstod. Rosette Donatello, verstorben, Gasvergiftung. Sutton Fanel, verstorben, Erstickungstod. Texiera Rico, verkrüppelt, Explosionsverletzung. Son Quintrell, verstorben, Gasvergiftung. Ward Giovanni, verstorben, Tunneleinsturz. West Tavion, verwundet, Gehirnerschütterung. Da fehlt ja auch noch einer von den Masons, der da ebenfalls ja noch ja, verloren gegangen oder verschütt gegangen ist in der Mine, ne? Kann ich mich erinnern. Der stand da jetzt gar nicht mit drauf. Ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass der Name dann irgendwann unten mit auftaucht. Aber nee, tatsächlich nicht. Signora, ich bitte Sie inständigst, ruhen Sie sich bitte aus. Bist du betrunken?
Sie müssen sich ausruhen, Miss Mason. Ich bitte Sie. Burner, langsam fange ich an, mir Sorgen zu machen. Wer? Bist du betrunken? Die hört ihr Geister, oder? Du triffst dich immer noch mit diesen Leuten? Der Bernard ist... Kann das sein, dass er als Geist hier irgendwie ist und sie den wahrnimmt? Sag mir bitte, was los ist, bevor ich noch ganz den Verstand verliere. Oh, zwei Räume. Moment mal, wir gehen erst mal in den anderen Raum. Kann ich da die Farbe? Ah, die Farbe kann ich. Huch! Haben wir Unfug gemacht? Ach ja, das waren die beiden, die hier so schön miteinander geschlafen haben. Da passiert nichts weiter. Okay, warum haben wir das Öl jetzt hier weggekippt? Ui, das ist Kleber. Also wir machen hier Klebespuren. Jetzt kann man uns nachverfolgen. Wir hinterlassen sozusagen Cookies oder so. Fußspuren, uiuiui. Espen, jetzt sieh nur, was du angerichtet hast. Was soll diese klebrige Sauerei? Oh, egal. Bernard. Was machst du hier? Bist du betrunken? Hm? Ja, das ist unser kleinstes Problem, Lorraine. Bernard, was ist passiert? Weißt du, wen ich gestern in San Francisco getroffen habe? Ich war gestern bei einer Versammlung in Upper Hyde. Du triffst dich immer noch mit diesen Leuten? Mit diesen Hippies? Da habe ich ihn getroffen. Ich kann mich nicht mal an seinen Namen erinnern. Scheiße, nicht mal das. Bernard, langsam fange ich an, mir Sorgen zu machen. Aber spielt das denn überhaupt eine Rolle, Lorraine? Er war einfach eine weitere arme Seele unter so vielen anderen. Wer? Dieser Mann, hörst du mir denn gar nicht zu? Angefangen hat es als eine dieser üblichen Konversationen über Ungleichheit, darüber, wie kaputt diese Welt ist. Da hat dieser Mann dann angefangen, von seinem Vater zu erzählen. Wie sein Vater gestorben ist. Oh, Korrektur. Wie sein Vater ermordet wurde. Und du und ich und jeder letzte Trottel in der Gegend weiß genau, wer die Mörder sind. Sag mir bitte, was los ist, bevor ich noch ganz den Verstand verliere. Sein Vater war ein Minenarbeiter. Hat an einem Ort gearbeitet, den man den Fleischwolf nennt. So ein Arbeitsplatz, den betrittst du in einem Overall und rauskommst du in einem Leichensack. Keine echten Richtlinien und erbärmlich unseriöse Sicherheitskontrollen. Warum tut denn niemand etwas dagegen, habe ich gefragt. Warum hat keiner was unternommen? Läuft das halt, Mann, war seine Antwort. Verbindungen mit der Regierung, alter Geldedel, Geldadel, mächtige Familie. Und was hatten wir, sagte er. Sein Urgroßvater war ein Sklave. Sein Großvater war ein Sklave. Offenkundig war selbst sein Vater nicht weniger als Sklave als sie.
Und da war er nun ganz allein gegen dieses System nie enden wollenden Elends. Also habe ich ihn gefragt, wo sein Vater gestorben ist. Nein, nein, das kann nicht dein Ernst sein. Oh, du siehst schon, worauf das hinausläuft, Liebling. Bernard, richte dich bitte nicht nach den Worten eines einzelnen Mannes, den du auf einer... Ich habe die Unterlagen geprüft. Hab sie alle geprüft? Diese Leute aus den Slums, die Menschen, die nicht eingetragen sind. Die Hoffnungslosen. Die haben sich hineingestürzt in diesen Fleischwolf, auch bekannt als Bergbaugesellschaft Mason. Herzlich willkommen in der Familie, Liebling. Wo die Sklavenarbeit lediglich einen Sicherheitshelm aufgesetzt bekommen hat und das Blutgeld in Strömen fließt. So ist es also. Ich hab's fast schon gedacht, also vor allem, da wir ja vorher die Liste gefunden hatten mit den, ja, mit den Verunfallten in der Mine, dass da noch was kommt. Und trotzdem, als der ja gestorben ist, der Bernard, hat er ja noch irgendwas gesagt, dass irgendwas hier in dem Haus war, die ganze Zeit. Bin gespannt, also es ist so ein schöner kleiner Krimi hier. Mit uns als Detective Catchet. Nanu, was ist denn da? Moment, wir gucken nochmal in andere Richtung. Die müssen nun das eigentlich jetzt wieder sauber gemacht. Ich meine, wir haben uns da ja so ganz unglückliche Pfoten schmutzig gemacht. Ah, es gibt Futter. Endlich mal jemand, der uns entdeckt. Worauf wartest du? Nom 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 nom. Immer langsam mit den jungen Kätzchen, Espen. Ist ja nicht so, dass du regelmäßig Workout betreibst. Oh, wenn du dich mal nicht täuscht, was wir hier so alles erleben und machen und rumflitzen. Eddie! Mann, hast du mir einen Schreck eingejagt. Was ziehst du hier so eine Ninja-Nummer ab? Hm? Ich höre nur gerade Musik auf dem iPod. Und genieße den Luxus, Trauer oder Einsamkeit oder sowas in der Art. Klingt echt gut. Dieser ganze Immobilien-Bullshit ist ja echt zum Kotzen. So eine Zeitverschwendung. Du meinst, dass sie dieses Haus hier verkaufen? Geht alles nur ums Geld, was? Ach, Kleine. Das kratzt mal so an der Oberfläche. Tante Dawn? Sag doch bitte nicht ständig Tante zu mir. Ich komme mir ja vor wie eine Teigwarenmarke. Ich werde es versuchen. Naja, ich habe mich nur gefragt, womit du denn so dein Geld verdienst. Ich meine, dich scheint dieser Wahnsinn ziemlich kalt zu lassen. Waffenhändlerin. Ich mach nur Witze. Ich mach Computerspiele. Du machst immer noch Witze, richtig? Nö, ich entwickle und verkaufe Computerspiele. Eigentlich sogar ganz allein. Ich meine, jetzt keine großen AAA-Titel oder so, aber naja, du weißt schon. So ein paar klitzekleine Indie-Games, die es aber trotzdem irgendwie schaffen, meine ganze Zeit zu beanspruchen. Das ist ja der geilste Job ever! Gar nicht so leicht, wie man meinen würde. Vor allem, wenn man das alles alleine macht. Aber beklagen kann ich mich darüber nicht wirklich. Ich mache halt das, was ich liebe. Das muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Wow. Meine Tante ist eine Game Designer. Was ist denn mit dir, Espen? Hast du einen Geist gesehen? Könnte man so sagen. Schauen wir mal, wo der hinläuft. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Mit der Firma wahrscheinlich, ne?
Kann es sein, dass dieses Grundstück, was sie der da oder was die da gefunden haben, dass das auch der Ort ist, wo diese Mine war? Möglicherweise ist sie auch schon längst eingestürzt, also so komplett gar nicht mehr zugänglich oder halt erschöpft. Und das Grundstück ist dementsprechend halt möglicherweise auch wertlos mittlerweile. Und nun? Sitzen wir hier? Müssen wir da wieder irgendwie runterhopsen? Aber da knarzt es doch gerade nichts. Wo haben wir denn den nächsten Weg zum Weitergehen? Und wir könnten natürlich. Achso. Sag mal, um in den Untergrund zu kommen, hatten wir ja ursprünglich mal da hoch gemusst, aber nein. Ja. Noch braucht man keine Option, glaube ich. Oder keine Tooltips. Wir schauen mal, ob man. Ach da, guck mal, da geht's auf hier. Was haben wir denn da? Innerhalb des Anwesens kann Espen Gegenstände herumtragen und ablegen. So, können wir das irgendwo mitnehmen? Wahrscheinlich müssen wir das ganz prominent auf dem Tisch platzieren. Wäre jetzt so meine Vermutung. Was hast du da gerade gesagt? Ich habe gesagt, dass ich damit nichts mehr zu tun haben will. Hör mal, mein Sohn. Ich sage dir das einmal und ich sage das nur, weil du scheinbar nicht imstande bist. Diese Gleichung, der wir alle ein Teil sind, zu erkennen. Du, ich, unser Großväter, deren Großväter, Könige und Bettler und Barbaren. Sie alle waren ein Teil dieser Gleichung. So war es schon von Anfang an. Entweder du bist der Sieger oder du bist der Besiegte. Und glaub mir, all jene, die du so sehr bemitleidest, die dich sogar dazu bewegen, deinen eigenen Vater in Frage zu stellen, sie alle würden dich bei der nächstbesten Gelegenheit in Stücke reißen und dir das Mark aus den Knochen saugen. Dies ist das erste und letzte Mal, dass wir über diese derlei Humbug diskutieren. Du hast Kinder, du hast Familie, du hast gefälligst für deine eigenen Leute zu sorgen. Ganz so, wie ich mich um meine gekümmert habe. Lass mich das nicht bereuen, Bernard. So, wenn du mich also entschuldigst. Ich habe einen Termin mit Senator Andrews. Oh, Telefon. Telefon. ich kann nicht abheben. Aber was will ich auch sagen? Miau? Hallo, Miss Nunes. Gehen Sie ans Telefon? Ach, das war die Tür. Wo sind das für Gruftis? Ich liebe es jetzt schon. Ah, sehr gut. Wie ich schon sagte, diese Behausung ist sehr viel angenehmer als die, Axtmörderhütte. Willkommen im Anwesen der Familie Mason, Mr. Barnes. Ich habe schon von Ihnen und Ihren Büchern gehört. Makabre Literatur, wenn ich recht verstehe. Was immer Sie für eine Bezeichnung bevorzugt. Meine Allergie. Gibt es etwa ein Haustier in diesem? Ah, da haben wir den Unhold. Ich würde Sie herumführen, Mr. Barnes. Bitte mir nach. Komm mit! Muss ja den Kollegen hier zum Niesen bringen. Hey, darf ich da gerade mit? Doof. Wohl auch eine Führung im Haus haben. Vielleicht gibt es noch was, was ich nicht gesehen habe. Ja. Und jetzt hängen wir wieder da. Und wissen nicht, wohin mit unseren Künsten. Oh. Ups. Das
Wird es dann rumgekratzt? Na, der wird seinen Spaß haben, wenn der seinen Mantel wieder abholen will. Ah, nochmal schön die Katzenhaare da liegen lassen. Ja, hat einen Teil von mir dann schon mit dabei. Ja? Wird einfach schon mal in die Familie mit integriert. Wusste ja, wenn ich brav bin, dann lassen sie mich auch ins Zimmer. Die Dame von Charlotte. Ich bin beeindruckt. Es ist allerdings nur ein Replikat. Sichtet bei einem Double Blended Mammoth Case Whiskey. Das war mal einer in vor Liamschen Zeiten. Ein Replikat, haben sie gesagt. Ja, das stimmt. Allerdings ein sehr gutes. Das kann man sehen. Ach, muss ich hier Unfug machen? Ich sehe, ihr verstorbener Vater hat auch einen sehr guten Geschmack. Ich wünschte, wir hätten dasselbe über seine Immobilienanlage sagen können. Mal sehen, was wir da jetzt treiben dürfen. Ich verstehe es gerade nicht. Vielleicht muss ich ja von hier angreifen, so auf den Rücken wieder. Ich meine, Katzen lieben ja Menschenrücken. Mal warten, bis sie wieder da sind. Die gucken sich auch immer dieselbe Stelle im Haus an. Nein? Ey! Okay, jetzt ist es mysteriös. Jetzt, habe ich gerade nicht so wirklich eine Ahnung, was hier noch zu holen sein soll. Ich mach, glaube ich, doch mal die Tipps an hier, bei der Stelle. Sehr interessant, dass sie auch wieder weg waren. Nun, da du seine Gewänder geweiht hast, solltest du zusehen, dass dieser Mensch auch zu ihnen zurückkehrt. Wie macht man das denn? Also wir haben die Sachen entsprechend, ja, einfamiliert. Wo sind die denn? Die noch da hinten? Ach, tatsächlich? Espen. Nicht jetzt? Ey, würden Sie die Katze rauslassen? Raus mit dir, du Allergien auslösender pelziger Kredit. Wir waren es nicht.
Was machen wir denn hier draußen? Ich will reinkommen. Was war das? Ach so, wir tun so, als würde es spuken hier, ja? War das etwa ein Schrei? Ah, jetzt habe ich schon wieder diesen Schrei vernommen. Wie das stechende Wehklagen einer Banshee aus dem Jenseits. Irgendwas lebt in diesem Haus, ich kann es spüren. Espen, hör sofort auf mit diesen Unschicklichkeiten. Das war nur unsere Katze. Hier drinnen ist langsam kalt. Ich hol mal nur mal schnell meinen Mantel. Viel Spaß. Viel Spaß. Ich komm mit. Wobei eigentlich gar nicht so gesund, wenn ich da mitkomme. Aber egal, den Spaß lassen wir uns nicht entgehen. Schau mal, du bist jetzt ein Teil von mir. Mr. Barnes? Die sind gut? Allergischer Schock. Das ist ein Notfall, ich muss weg. Was in drei Teufelsnamen war das gerade? Geister hier auch noch herum. Möchte hier wohl. Ja, Türen braucht hier keine, ne? Und damit können wir auch nicht mit. Schade drum. Aber wo eine Tür verschlossen ist, öffnet sich oftmals auch eine andere. Skorpione und Kaktusse, aufgepasst! Der Desert Fighter. Ich habe den Desert Fighter nicht auf dem Schirm, Sir. Er ist wohl zu cool für unseren Radar. Mein Abzeichen habe ich von General Liam. Dieser Mann ist wie ein Chamäleon. Kaboom, kaboom, bum bum bum. Ich töte Onkel Liams Gegner. Peng peng. Schauen wir mal, ob wir hier auch noch irgendwie mitspielen können. Einmal nicht. Hey, hast du auch Verwendung für mich? Nichts zum Miauen hier, ne? Vielleicht muss ich auch einfach wieder raus. Das ist nur so. Nur so kurzer. Ich guck mal, was will. Moment ist. Nee, die Musik hört auch nicht auf, ne? Hä? Was soll denn das sein? Ich meine, ich konnte doch da genau gar nichts tun. Mit einfach nur den Weg reinstellen oder so? Ich will mitspielen. Hallo, ich will mitspielen. Leg doch mal ab hier. Hoch. Achso, wir müssen die mitnehmen. Also, das ist der Plan. Okay, gut. Dann steht der Plan für die nächste Folge nämlich schon mal. Dann sind wir nämlich für heute schon am Ende. Und ich sag einmal mehr Dankeschön und ciao mit Miau. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann machen wir da Unfug als Espen. Bis dahin. Tschüss.